kann man Cliffjumping machen und auch schnorcheln, wenn man möchte. Die Welle ist Meter hoch auf, es sieht so aus und man sieht keinen Horizont mehr. Der neue Tag hat begonnen auf Koh Tao und ich bin den wildesten Weg jemals hier rausgefahren. Der hat ewig gedauert. Der Mango Viewpoint heißt das hier und der war mir nicht mehr wurscht. Da waren nämlich solche mega Furchen und Schlitze und Felsbrocken und Steine und das alles mit dem Motorbike. Also wenn du hier mal bist und raufkommen möchtest, überleg dir das, ob du da wirklich rauf fährst. Das ist echt nicht einfach. Ich habe viel geschwitzt und hat mich viele Nerven gekostet. Und umgekehrt wird es nochmal beim Runterfahren ärger werden. So, und jetzt schauen wir mal hier, was wir sehen über diese Brücke drüber. Gut. Okay, und das ist der Ausblick von hier. Fantastisch aus und ja, wieder mal gezahlt natürlich. 100 Baht für den Viewpoint hier, das verlangen die immer. Also der Ritt runter, der war auch super wild. Also überlegt euch das zweimal, ob ihr da zu diesem Viewpoint drauf fährt, wenn ihr meine Videos als Reiseguide hernehmt. Denn unten, wo die Straße noch relativ normal war und da ging es ja noch ewig bergauf, beim Runterfahren haben da schon ein paar Leute mit dem Motorroller einen Unfall gebaut. Ja, und die waren auch ziemlich geschockt anscheinend. Aber ich bin froh, dass ich da wieder heil runter bin. Das ist echt alles andere als einfach. Überhaupt für mich, der hier das erste Mal mit so einem Roller fährt, aber ich habe die Skills schon ziemlich gut gemanagt mit diesem Ding. Und ja, weiter geht's. Jetzt bin ich hier, ich blende die Namen wieder ein. Weiß wieder nicht, wie das heißt, muss den Namen erst wieder recherchieren und raussuchen, aber hier kann man Cliffjumping machen und auch schnorcheln, wenn man möchte. Das ist alles hier so ausgelegt, mit so Treppen hoch, aber es sieht nicht so vertrauenswürdig aus, denn ich kann da die Steine sehen. Ich möchte nicht runterspringen und dann mir alles brechen. Das Wasser ist ziemlich klar. Ja, keine Ahnung, aber vielleicht ist es ja jetzt zu episiert. Und es müsste mehr geflutet sein. Eine Flutung. Die Flut muss kommen. Ich weiß es nicht. Solange ich da nicht jemanden anderen runterspringen sehe, mache ich das nicht. Und wieder mal jemand anderes hier ist nicht der Fall. Ich bin wieder mal alleine. Schön ist trotzdem da. Oh, hallo. Ich wollte zwischendurch ja mal ein kleines Update geben. Wenn du neu auf meinem Kanal bist und nicht weißt, was hier eigentlich los ist, ich bin ja von einem auf den anderen Tag abgehauen, deswegen siehst du diese ganzen coolen Videos hier. Wenn du das Video noch nicht kennst, neu auf meinem Kanal bist, sieh dir dieses an. Hier ist es total windig, deswegen wackelt die Kamera auch. Du merkst, es ist ein Kamerashake, aber das gehört hier alles dazu. Und ja, ein Update wollte ich geben. Ich bin jetzt nicht halb durch die ganze Reise. Es steht noch viel an. Ein genaues Datum ist gar nicht geplant, wenn ich wieder zurückkomme, denn ich habe noch überhaupt keinen Rückflug geplant. Also ich habe auch keinen gebucht, bin einfach abgehauen, habe getestet, kann man jeden Tag so leben, als wäre es dein letzter Real-Life-Test. Träume nicht dein Leben und lebe deinen Traum, diese ganzen ja, abgestochenen Sprüche. Sieh das Video an hier und dann weißt du eigentlich, um was es geht. Und ich wollte eben testen, ob diese Zitate, Motivationssprüche oder wie sie alle heißen, tatsächlich funktionieren. Und das ist hier dieses große Abenteuer. Ich bereue bis jetzt noch überhaupt nichts. Ist großartig, jeder Tag ist ein neues Abenteuer, ist unglaublich, was ich hier erlebe, macht so viel Spaß, ich möchte eigentlich das Ganze gar nicht abbrechen, sondern für immer so weitermachen, wenn das gehen würde, das wäre extrem cool. Ja, das war mein kleines Update, also ich liebe es wirklich zu 100% und auch hier an diesem Ort ist es gerade wieder 1419,43210 Millionen, cool, yeah.
ganz guter Stand hier. Ich glaube Leuk oder Lueck heißt der. Und hier bin ich länger geblieben, denn hier sind die Wellen so richtig wild und richtig hoch. Und das ist eigentlich das, was ich echt cool finde. Weil es sieht zwar von hier gar nicht so aus, aber ich war natürlich im Wasser. Und wenn man dann nur den Kopf verlassen hat, dann türmen sich die Wellen Meter hoch auf. Es sieht so aus und man sieht keinen Horizont mehr und nichts, sondern nur mehr die große Welle. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ja, also das ist eine Empfehlung von mir selbst. Ich weiß nicht, naja, immer wird es nicht so viel sein. Also kann ich nicht sagen, dass wenn du herkommst, du auch die coolen Wellen erwischt. Aber ich schalte sie extra für dich ein. Ich hinterlasse eine Nachricht. Schreib mir einen Kommentar, wenn du herreist. Und dann schalten die für dich auch den Wellengenerator ein. Ja. Und die fetzen einen ziemlich durch die Gegend. Jetzt bin ich wieder dem Wasser zu nahe. Ich muss jetzt wieder ein Cola Light mit viel Eis trinken gehen. Und wir sehen uns natürlich später. Und auch das Restaurant, von dem ich gerade komme, bei diesem Strand, kann ich nur stark empfehlen. Ich hatte hier Cashew Seafood und Reis dazu. Echt köstlich. Total. Und jetzt verlasse ich diesen schönen Strand. Immer traurig, wenn man zum letzten Mal wo war. Vielleicht komme ich irgendwann mal wieder hierher. Aber die Wellen, ich werde sie in meinem Herzen behalten. Hier geht es steil rauf. Bringe ich meine Kotao-Reise auch schon zu einem Ende. Wahnsinnsinsel, nicht so groß wie die anderen, nicht so groß wie Koh Samui, nicht so groß wie Koh Phangan, kleiner, aber wunderschön, überhaupt nicht überlaufen, also die Strände sind gar nicht voll. Natürlich sind immer wieder Leute da, vereinzelt, aber Platz genug und wenn man sich ein bisschen bemüht, findet man auch einen Strand, wo man ganz alleine ist. Und ja, es gefällt mir ausgesprochen gut. Habe mir hier noch diese schöne Szenerie ausgesucht, um mich von der Insel zu verabschieden. Sonne geht auch schon langsam unter. Und ich hoffe, ich konnte dir einen schönen Eindruck von dieser wundervollen Insel übermitteln. Aus meiner Sicht, Achtung, der wichtigste Tipp, das Rollerfahren hier ist nicht so einfach wie auf den anderen Inseln. Nicht wegen dem Verkehr, sondern wegen den Straßen. Die sind teilweise, wenn man zu den Viewpoints fährt, wirklich, wirklich wild. Möchtest du noch was wissen zu der Insel, schreib es mir in die Kommentare, vielleicht kann ich deine Frage ja beantworten. Ansonsten, wenn du schon Teil dieser Reise auf YouTube mit mir, Scott Wade Wilson, bist und bereits abonniert hast, weißt du ja, dass auf meinem Kanal nicht um Abos gebettelt wird, denn das ist auf YouTube schon überstrapaziert. Das heißt, wenn du abonnierst, ich würde mich extrem, extrem freuen. Aber gebettelt um Abos wird hier nicht. Und wie gesagt, freue mich trotzdem. Das war's. Es geht weiter zu einem fantastischen Ultra-Highlight. Morgen früh geht's los. Khao Sok. Und darauf freue ich mich eigentlich schon seit Beginn der Reise, denn das ist ein Mega-Highlight. Also da ist die Vorfreude riesengroß. Lass jetzt diesen Tag noch ausklingen. Und wenn du noch nicht an Bord bist, dieser coolen Community hier mit mir, Scott Wade Wilson, kannst du gerne machen. Wir sehen uns bestimmt im nächsten Video.